Hallihallo, Hallöchen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Minecraft, in der ich mal wieder das Hallihallo, Hallöchen nicht vergessen habe. Hallo! Hallöchen, hier ist die Mandy. Hallo, Mandy! Mir hat nämlich mal jemand geschrieben, ich hätte das Hallihallo, Hallöchen vergessen. Und ich muss das ja eigentlich verwenden, weil es ist ja eigentlich ein Markenzeichen. Und ich dachte mir so, mein Gott, muss ich das jetzt immer verwenden? Ich weiß es nicht. Das sind Probleme, stimmt's? Ich verstehe das sowas nie. Ich bin noch viel zu klein. Hab Ah, mich ja. verlaufen. Ich such die Mami. Oh, Mami ist weg. Wo ist sie denn? Die mag dich nicht mehr. Cool. So, dann gehe ich Cool. mal weiter an der Brücke bauen. Cool. Ganz eiskalt cool. Cool. Ach, wie schön. Oh, ich habe hier noch. Aha. Schöner Wasserfall. Was brauche ich jetzt? Ich muss ja die Kann. Pfeiler ein bisschen fertig bauen und dann kommt Geländer. Wie macht man denn solche. Könnt ihr deinen Zaun eigentlich rundherum abbauen, den Ja, Steinzaun, wenn du den immer brauchst? naja, ich weiß nicht. Ich glaube, aktuell will ich ihn noch stehen lassen. Ach Aber es so. ist gar nicht schwer, einfach die unteren zwei Reihen voll machen mit Stein. Okay. Dann bekommst du. Alles Mal klar. gucken, vielleicht habe ich sogar noch ein bisschen welchen. Ich habe noch. Ja, gut, 19 Pflasterstein und 4 Mossstone. Nee, das ist nicht viel. Also Pflasterstein habe ich hier gerade ein bisschen einstecken noch. So, ich mache jetzt mal eben beim Gewächshaus weiter. Mich das so ankäst mittlerweile, dass ich da. Baustellen. Ja, also ich habe so viele Baustellen angesammelt. Aber das Was finde ich halt mich. so faszinierend. Das ist auch, glaube ich, das Erfolgsrezept von Minecraft gewesen. Ja. Was Man mich kann aber einfach machen, so. was man will. Was mich so annervt, ist aber, dass man bei, bei gefärbtem Lehm, dass man das nicht umwandeln kann. Geht, ja, stimmt, In. das geht nicht mehr umzuwandeln. Also du kannst keine Hardsteps machen. Das finde ich ärgerlich. Aber kannst du das mit normalem Lehm? Ja, wahrscheinlich auch nicht. Finde ich blöd. Könnten sie durch ändern. Ja gut, in der 1.8 sind sie ja jetzt gerade dabei. Ich überlege immer schon die ganze Zeit, wie sie dieses Update nennen wollen, weil die machen ja immer Updates nach Themen. Nach aktuell, was ich so lese, sind alles nur Verbesserungen, kleine Erweiterungen von den bestehenden Sachen, was jetzt ist. Oh, was ganz, ganz cool ist, hast du das mitbekommen mit diesem durchsichtigen Block? Ja, das finde ich super. Der ist ja genial. Vor allem, man kann ja den Leuten da so richtig geil eine Falle bauen, indem man Ja. einfach so eine Mauer irgendwo hinbaut. Eine unsichtbare Mauer. Ich finde es genial. Aber ich denke mal, das werden sie eher für Adventure mehr wieder machen, dass man das sich bloß mit GIF-Befehl geben kann, wie den Ja, Kommandoblock. im Moment ist es wirklich nur mit Giftbefehl. Wird doch, denke ich mal, so bleiben. Ja, finde ich ein bisschen schade. Aber vor allem, wie soll man den auch craften, wenn man mal ganz ehrlich ist? Wie willst du den craften? Weiß ich nie. Lass Ja, dir was eben. einfallen. Das ist ja das Problem. Ich meine, gut, wenn man beispielsweise sagen würde, man macht außenrum Glas in der Mitte einen Redstone, das würde zum Beispiel annähernd Sinn machen. Ja. Wobei ein Redstone brauchst du da ja nicht einmal. Weil Redstone, Ja. du kannst ja damit jetzt nie arbeiten. Nee, das Redstone stimmt wird ja schon. immer verwendet, wenn du wirklich irgendwas Ja. Elektrisches machen kannst. Aber nur mal so grundlegend halt als Idee, weil zum Beispiel nur Glas würde ja gar keinen Sinn machen. Würde auch gar nicht gehen, weil dafür gibt es ja schon genug Crafting-Rezepte. Aber in dem Moment, wo du halt einen Redstone reinpackst, würdest du halt von dem normalen Rezept abweichen. Stimmt. So, jetzt Oder muss man ich kann hier. es, oder man macht's wirklich doch mit Glas und setzt in die Mitte den Trank der Unsichtbarkeit. Oh ja, das wäre auch klasse. Aber überleg mal, wie ewig du da brauchen würdest. Ja, das stimmt. So, jetzt hat es mir unten wahrscheinlich alles weggeschwemmt. Super. Ja, Unsichtbarkeit, na gut, es können ja gleich 16 von den Blöcken rauskommen oder so. Ja, das wäre cool. Kann man Mojang schreiben, eine kleine E-Mail. Da kommt mit Sicherheit eine Antwort. Ihr habt ja wohl einen Vogel. Oder halt gar nichts, ja. Das denke ich eher. So, jetzt wollen wir mal. Ich will das Gewächshaus heute fertigstellen. Ich will da jetzt endlich fertig werden damit, weil es käst mich selbst schon so dermaßen von an, dass ich so viele Baustellen habe. Ja, aber das macht es irgendwie aus, da wird es nie langweilig, finde ich. Ja, das stimmt. Ich meine, man sollte eine gewisse Grenze haben, ja, an
an Baustellen, weil sonst siehst du den Wald vor lauter Bäumen immer. Mhm. Auch ein total toller Spruch. Ja. Aber so ist es. Den habe ich nie verstanden. Wenn man den Wald vor lauter Bäumen hier sieht, ja. Ja. Hm. Da gab es noch so einen Spruch, den ich mir fällt aber leider gerade gar nicht mehr ein, den ich auch nie verstanden habe, was dieser Spruch eigentlich aussagen. Ach so, ja, genau dieses, jetzt wird's, wie war das? Jetzt wird's vorne kürzer wie hinten oder wie? Nee. Jetzt wird's hinten kürzer wie vorne. So war es, genau. Das ist so ein bayerischer Ausspruch. Ich glaube, dass der hauptsächlich aus Bayern kommt. Ja, deswegen kenne ich ihn auch nie. Jetzt wird's hinten kürzer wie vorne. Genau. Also das habe ich nie verstanden, was wo dieser, benutzt man den? Ja, so nach dem Motto, das ist ja die Höhe, glaube ich, könnte man okay. sagen. Ich glaube, das wird ganz gut passen. Warte, habe ich? Ich? Ja, ich habe in ein Buch Redensarten. Mhm. Kann ich mir gleich immer mal. Ganz spannend. Ich ziehe mir das gleich mal. Wie bitte? Das finde ich immer ganz spannend. Ich mag ja aber solche Redensarten eigentlich total gerne. Zum Beispiel, was ich liebe, ist, jetzt gehörst der Katz. Also im Bayerisch halt, jetzt gehörst der Katz. Und ich finde das eigentlich total klasse. Jetzt gehörst der Katz. Das ist schön, gefällt mir. Okay, das war übersetzt. Naja, jetzt gehörst du der Katze, so nach dem Motto, jetzt bist du dran. Ah, okay. Ich kenne nur, das ist für die Katz. Also es ist misslungen, es ist Mist geworden irgendwie so. Okay. Ja, ich glaube halt, dass es so ein bisschen davon kommt, so nach dem Motto, eben so Redens, wie soll man das jetzt ausdrücken, wenn halt die Katze halt die Maus erwischt. Ja, also nach dem Motto, erwischt, jetzt hat die Katze die Maus endlich. Also. Doch, total interessant, wo Redensarten überhaupt herkommen. Mhm. Ich habe damals, also ich glaube halt, dass dieses jetzt kehrst der Katz für, jetzt habe ich die erwischt, jetzt geht's da gleich dran. Ja. Glaube ich halt wirklich, dass es halt wirklich ganz, ganz wortwörtlich zu übersetzen ist. Ja, denke ich auch, ja. Weil kurz bevor die Katze die Maus erwischt, so nach dem Motto, jetzt hab ich dich gleich, jetzt geht's dann krank. Nee, das würde Sinn ergeben. Ja. Da kann ich dir leider mal nie widersprechen. Ja, ich mag Redensarten total gerne und ich finde es immer wieder erstaunlich, wie die gebietsmäßig abhängig sind, weil es ist ja jetzt auch innerhalb Deutschlands von diesen ganzen verschiedenen, Bundesländern, sage ich jetzt mal her. Ja. Die sind ja doch total vermischt. Ich meine, jeder kennt irgendwie mehrere verschiedene Bundesländertypen, sage ich jetzt mal. Ja. So wie ich die halt auch Ossis kenne, ne? Ach, und du kennst sogar Bayern, also das ist der Wahnsinn. Du kennst bayerische Leute, das ist ja heftigst. Ja. Und da finde ich es dann so erstaunlich, dass trotz dessen die Redensarten immer noch teilweise so, ja, nicht so ankommen. Ja, man benutzt sie aber auch nie alltäglich. Ja. Ist ja auch wieder so die Sache. Man grenzt ja auch ab, was man viel braucht und nicht. Wenn du alles jedes Mal bedenken würdest, würdest du ja nicht mal fertig werden. Ja, das stimmt. Will, ne? Meine Fresse, was man da jetzt alles bedenken müsste. Das ist ja das Gleiche, wie wir uns ja schon ein paar Mal über das Thema unterhalten haben, was Speisen angeht. Ja. Was es da für unterschiedliche Begriffe stellenweise gibt, wo man sich denkt, oh mein Gott, was sagt ihr dazu? Das heißt doch gar nicht so, das heißt doch ganz anders. Ach, da gibt's ja so viel. Eine Neverending Story ist das eigentlich. Ja. Findet man immer wieder, was klassisch ist. Bei uns die Bulette, ne? Ja. Was jetzt bei euch? Das Fleischpflanzerl. Ach ja, das ist wieder bei euch so, genau. Das ist Fleischpflanzerl, genau. Genau. Ich finde das erstaunlich. Oder ihr mit Pfannkuchen, was bei euch der Pfannkuchen ist, ist ja bei uns der Auszunge. Okay, ja. Oder Pfannkuchen ist doch bei euch dieses, mit Marmelade drin, das Ding. Ach so, nee, das ist bei uns der Krapfen. Genau, der Krapfen ist das, genau. Genau, so war's. Diese Teile, die man aus Krapfenteig macht, die aber dann so wie so ein UFO geformt sind. Wie heißen die bei euch? Gibt es die bei euch überhaupt? Die ein UFO, ja, das sind Berliner. Ach so, das die sind dann, bei euch. Die dann einen Zuckerguss überhaupt meistens, das sind die Berliner bei ne? euch. Achso, nee. Haben sie bei uns nicht. Also die schauen aus wie ein UFO und sind als Krapfenteig und sind nicht ja, die sind bei nichts. Uns oben glatt und dann haben sie halt, wenn man sie umdrehen würde, sind sie halt wie ein Hügel. So. Mhm.
Das finde ich genau, jetzt die haben so eine kleine Mulde. In der Mitte sind sie ganz, ganz dünne und außen halt so ein bisschen dicke. Ja. Die heißen bei uns Ausgezogene. Berliner waren für mich eigentlich immer die normalen Krapfen. Was sind normale Krapfen? Ja, die, die Teigteile, die Marmelade innen drin haben und oben drüber Puderzucker. Ja, das sind Pfannkuchen bei uns, ne? Ja, Pfannkuchen sind bei uns, es ist so geil, Pfannkuchen. Also wenn ich einen Pfannkuchen mache, ja, dann ist es, ja, einfach nur Eier, Milch, Mehl, ein bisschen Salz anrühren, ab in die Pfanne und wie halt Krebs einfach in der Pfanne machen, ganz, ganz dünn. Das sind bei uns Eierkuchen. Du Scheiß. Da musst du ja studiert haben. Ja, das, ich finde das immer wieder erstaunlich. Das finde ich auch sehr faszinierend. Das ist, aber ich habe mich ja noch mal weiter ein bisschen damit befasst und ich komme immer näher drauf, warum das denn auch so ist. Okay. Einmal ja wegen Ost-West-Geschichte, kennt ihr ja alle. Aber andererseits ist es ja auch so, eigentlich sind ja diese Bundesländer eigene Länder. Wirklich eigene Länder, wie wir jetzt Deutschland als eigenes Land bezeichnen. Normalerweise gibt es Deutschland nie, es ist ja bloß der Verbund aus den ganzen Ländern. Ich weiß, was du meinst. Ja. Das finde ich ja so faszinierend, war mir sehr lange auch gar nicht so bewusst. Wo ich halt finde, dass man es ganz, ganz stark merkt, dass es irgendwie doch mehr als einzelne Länder angesehen werden oder wird, ist einfach diese Rivalität, die da auch teilweise entsteht. Ja. Wo man halt merkt, bei uns jetzt in Bayern schwächt es wirklich immer mehr ab. Das sind eigentlich nur noch so diese älteren Stammtischleute. In der Jugend ist es zum Glück gar nicht mehr so vertreten, aber es gab diese Zeit, wo es halt immer hieß, ja, diese scheiß Ossis oder diese blöden Preisen oder Preußen, besser gesagt. Genau. Ne? Wo ich mir dann denke, ja, kein Wunder, dass sich das so dermaßen von stark abgegrenzt hat teilweise. Ja, das ist richtig. Also ich merke auch, kann ich auch nur bestätigen, bei uns so, es wird immer, auch das Wort Wessi sagen wir kaum noch, wisst ihr? Also das ist, ja, wir sind nun mal eins. Jetzt kommen wir langsam in die Generation, die haben das ja eh nicht mehr so mitbekommen. Ja. Also interessiert das uns auch kaum noch. Das stimmt. Ja? Bin ich aber auch ehrlich gesagt ganz, ganz froh. Ich auch. Also das Schlimmste, was ich je gehört habe, und ich benutze auch ganz, ganz absichtlich keine Namen. Ich habe eine Person über YouTube kennengelernt. Eine Person, die etwas höher in Deutschland wohnt, sagen wir es mal so. Ziemlich weit oben. Und also ich musste wirklich jetzt fairerhalber schauen, dass ich so ausdrücke, dass man definitiv nicht draufkommt, wer das ist. Okay. Und diese Person hatte Kontakt mit jemand, ich glaube aus der schwarzwälderischen Gegend, also im Endeffekt einmal quer durch Deutschland. Und der Vater hat das mitbekommen, dass da Kontakt besteht. Und als er das mitbekommen hat, hat er der Tochter den Kontakt verboten. Okay. Und das finde ich übelst krass. Ja. Wie es sowas gibt. Und das ist jetzt nicht einfach irgendwas, was schon urst viele Jahre her ist, also, sondern das ist gar nicht so lange her. Also natürlich schon einige Zeit, aber jetzt nicht irgendwie, dass man sagt, das ist 20 Jahre her oder so. Und das finde ich übel. Wie kann man so sein? Verstehe ich nicht. Kann keiner mehr nachvollziehen von uns so. Also manche, also die, die es heute noch sagen, finde ich, die labern es einfach nur den Eltern nach. Super, herzlichen Glückwunsch, ihr habt keine eigene Meinung, kann ich denen dann nur sagen. Tut mir leid, wenn das jetzt welche betrifft, die das sehen. Ist aber für mich so, meine Meinung. Ja, finde ich auch. Man bildet sich sein Urteil selbst. Richtig. Ich habe bisher keine schlechten Erfahrungen gemacht mit Ost und West, sage ich mal. Also warum sollte ich da danach fauchen? Auch nicht mit mir. Ja gut, aber das gehört jetzt nicht hierher. Ne? Nee, ich finde es halt einfach so krass, vor allem, wenn ich mir dann wieder so denke, dass man ja auch gar nichts dafür kann, wo man herkommt. Richtig. Ich meine, ich kann ja jetzt nichts dafür, dass ich in Bayern aufgewachsen bin. Richtig. Du kannst ja, wie halt auch viele Jugendliche, sage ich mir mal, sagen, ich kann ja nicht dafür, dass ich geboren wurde. Genau. Aber es stimmt ja, man kann es ja nie dafür, nichts für einfach. Ja, eben. Man ist halt plötzlich auf die Welt geworfen und dann mach was. Genau. Das ist ja das Gleiche, wie ich es mir dann immer wieder denke, wenn dieses tolle Wort Tittenbonus um die Ecke kommt, wo ich mir dann denke so,
Ja, ich kann aber auch nichts dafür, dass ich eine Frau geworden bin. Soll ich mich jetzt umoperieren und meine Stimme dunkler stellen oder was soll ich machen? Man kann es ja nicht ändern. Und diese Menschen, die dann immer so schreien, oh, Rassismus, Rassismus, aber dann selbst irgendwie sagen, ja, du hast ja voll den Vorurteil. Wo ich mir dann denke, ja, das ist eigentlich auch nur eine andere Form der Diskriminierung. Ja. Das war ja bei der Mädelsecke ganz, ganz krass. Als ich die Mädelsecke gegründet habe, gab es ja auch wirklich Leute, die sich beschwert haben, dass ich nur Frauen vorstelle. Das wäre diskriminierend. Wo ich dann gesagt habe, irgendwann, erstens, ich habe keinen Bock mehr, mich für mein Projekt zu rechtfertigen. Und zum anderen, ich kann natürlich auch gerne in der Mädelsecke Jungs vorstellen. Kein Problem, passt super. Hat ja mal gepasst, da kann ich mich erinnern. Also auf der anderen Seite gibt es dann die Menschen, die sich beschweren, ja, es gibt viel zu wenig Let's Playerinnen und die werden viel zu schlecht gefunden und dann machst du halt mal so ein Projekt und dann wird da rumgeeiert und rumgeschimpft. Ich mir denke, es gibt so viele Kanäle, die Kanalvorstellungen machen. Ja. Es tut mir leid, dass ich mich spezialisiert habe. Vor allem, was halt viele auch nie schnallen, das ist ja nur dein Kanal, du machst, was du daraus machst. Du hast ihn ja auch schließlich alleine gegründet. Ja. Ja, hast ihn ja nie mit 10.000 gegründet, dass du jetzt sagen musst, ich richte mich nach euren Meinungen nur noch. Also ich muss aber ganz, ganz fairerweise sagen, dass ich die Leute schon teilweise verstehe, was sie mir mit dieser Aussage sagen wollen. Okay. Ich kann schon irgendwo minimal nachvollziehen. Weil es natürlich, wie soll ich sagen, ja, man könnte es als Vorteil sehen, sage ich mal, dass man jetzt da nur Frauen vorstellt. Und ich kann die Kommentare schon irgendwo verstehen, dass jemand sagt, okay, in dem Moment, wo du das nur mit Mädels machst, schließt du halt die Jungs aus und die können das Angebot nicht annehmen. Ja, aber wie viele andere Kanäle, wie du schon meinst, gibt es denn noch, die das machen? Bist ja jetzt nur die Einzige, die Kanäle vorstellt. Wärst du jetzt die Einzige, dann sehe ich das ja ein, dann würde ich auch sagen, ey, was ist denn mit den Jungs? Aber ich halt woanders, so im anderen Kanal und lass mich vorstellen, wenn ich das will. Ja, genau so ist es. Es sind auch viele Leute, die dann gemeint haben, ja, das wäre sowieso ein Projekt, nur um den eigenen Kanal voranzutreiben. Wo ich mir dann so gedacht habe, okay, wenn ich dieses Projekt ins Leben gerufen hätte, um meinen Kanal voranzutreiben, wenn wir das mal so annehmen, warum kommt dann nur so sporadisch eine Folge? Dann würde ich mich doch viel, viel mehr reinhängen, um viel, viel öfter Folgen zu bringen. Ja, natürlich. Also, aber du musst dich im Leben immer für alles Mögliche rechtfertigen. Das richtig, ist so krass das ist teilweise. Das ist aber wirklich auch wieder Gesellschaft. Es gibt bestimmt Mentalitäten, da ist es eben nie so. Denen ist es egal. Ne? Finde ich aber schön, so soll es auch sein. Ich schon. Aber wir Deutschen sind da, glaube ich, so ein bisschen, knauserig. Das ist genauso, das hatte ich mal mit, irgendeiner Kollegin von mir. Die ist in London gewachsen oder so. Nee, oder hat zumindest ein paar Jahre da gelebt. Und die meinte, in London ist das alles viel wesentlich einfacher, wenn das dann mal darum geht, einen neuen Handyvertrag sich zu holen oder sowas. Mhm. Wir hier in Deutschland wird ja immer gesagt, naja, in andere Netze kostet das so und so und das nehmen wir halt so hin. Ne? Mhm. In fast allen anderen Ländern, außer bei uns, ist es mittlerweile so, dass es scheißegal ist, welches Netz du hast und auch es wird nicht mehr unterschieden zwischen den Netzen. Okay. Ja, genau. Ja, das ist okay. Diese Reaktion, auf die habe ich jetzt nämlich auch gewartet. Ja, das aber ist, das ist diese Monopolstellung, richtig, die sich die Firmen bei uns aufbauen. Genau. Wir kommen nicht aus diesem Moostop. Deswegen ist Deutschland auch wirklich eins der schlecht ausgebautesten Internetnetze. Also hat eins der schlecht ausgebautesten Internetnetze. Das finde ich immer wieder noch total erstaunlich, weil die Leute wissen ja eigentlich, wie wichtig das Internet für unsere Gesellschaft geworden ist. Ja. Aber trotzdem wird einfach nicht da dagegen gearbeitet irgendwo. Ja, das gute Geld fehlt halt. Also wer kein Geld da ist, dann wird es halt zurückgehalten. Dann kommt irgendjemand und sagt, ey komm, ich gebe dir hier Knete, aber halt da deine Erfindung, sag ich mal, nochmal zurück. Hm. Und dass bei uns die Telekom die ganze Macht hat, sag ich mal, das ist einfach nur zurückgeblieben. So, muss man so sagen. Siehst ja, wie mit, hatte ich bei uns,
mit dem Thema Nordkorea oder so. Dort hast du eh einen Führer und siehst ja, wie das Land funktioniert. Ja. Nee, richtig, ist das zurückgeblieben. Ja klar, aber wenn diese Person vielleicht, sage ich mal, die falschen Gedanken im Kopf hat, genau. dann ist einfach... Und jetzt kommt die Telekom. Was ist Scheiß da? Jetzt kommt die Telekom und sagt, ja, so ist es richtig, natürlich. Ja, so ist es richtig, ne? Kannst du ja nichts anderes machen, weil sie das Monopol haben. Ja gut, zum Glück gibt es halt immer mehr, die halt versuchen, sich da davon abzugrenzen. Das ist zum Beispiel ja, was das DSL angeht, hat ja die Telekom mittlerweile das Monopol zum Glück nicht mehr. Weil damals war es ja so, wenn du bei 1&1 einen Internetvertrag gemacht hast, hast du automatisch auch bei der Telekom den Internetvertrag gehabt. War anfangs so, ja, aber meistens sind die Leitungen immer noch von denen heute. Ja, die Leitungen sind teilweise wirklich noch von denen, das stimmt. Du kriegst heute teilweise immer noch einen Telekom-Techniker zugeschickt bei sowas. Das Einzige, was du wirklich tun kannst, ist, wird es ja bei euch auch geben, Kabel Deutschland. Sind wir sogar. Ja. Und es war die beste Entscheidung, die ich je treffen konnte. Aber da sind wir halt schon wieder bei dem anderen Thema. Es gibt dann ganz, ganz viele Leute, die sagen, Kabel Deutschland ist voll scheiße, voll viele schlechte Erfahrungen gemacht, würde ich niemals machen. 1&1 ist ganz, ganz schlimm. Und ich sage, ich habe weder bei 1&1 noch bei Kabel Deutschland je Probleme gehabt. Ganz im Gegenteil. Von beiden Firmen habe ich wirklich exzellenten Support gehabt. Die haben mir super weitergeholfen. Also, wenn ich zum Beispiel 1&1 anschaue, die haben damals diese Umstellung gehabt, eben, dass eben das DSL nicht mehr über die Telekom läuft. Dafür wäre aber das Internet für ein paar Stunden weg gewesen. Oder wenn es ganz dumm gelaufen wäre, für ein paar Tage. Mhm. Und ich habe denen geschrieben, Leute, es funktioniert nicht. Ich habe in der Woche Telefondienst. Ich bin auf das Internet und auf das Telefon zu Hause angewiesen. Ich muss extra dann zu einer Freundin fahren, damit ich da ins Internet gehen kann. Wer zahlt mir das? Ja. Dann haben die gesagt, okay, wir können dir einen Pauschalbetrag von, keine Ahnung, 6 Euro oder so bei der nächsten Rechnung gut schreiben, genau. Wo ich mir dann dachte, super, das ist schön. Ich habe mit denen nie schlechte Erfahrungen gemacht. Also bei mir ist es aktuell so, aber da konnte ich mit den Technikern von der Telekom, von einem Kabel Deutschland auch quatschen. Und zwar ist es bei uns so, die verkaufen zu viel und bei uns ist langsam das Netz ausgelastet, die müssen ausbauen. Aber du weißt ja, wie lange das wieder in Deutschland dauert, ne? Da muss es dort eine Unterschrift, da eine Unterschrift. Der muss sagen, ja, und das ist halt genau dieser Knackpunkt, der mich in Deutschland stört. Das hast du woanders nie so extrem. Ja, das ist ja das Gleiche, wenn du irgendwo was bauen möchtest. Ja, genau. Wenn du dann wieder Probleme mit Architekten und dann brauchst du da eine Baugenehmigung und so weiter. Das ist zum Beispiel etwas, was ich nie verstanden habe und ich werde es vermutlich auch nie verstehen, außer es kann mir jemand wirklich ganz plausibel erklären. Wenn ich in meinem eigenen Garten einen ganz großen, tollen Baum habe, und ich möchte da ein richtig geniales Baumhaus reinbauen. Warum brauche ich dafür eine Baugenehmigung? Warum? Weil das Land, worauf du lebst, immer noch Deutschland gehört. Ja, super. Toll. Super, ne? Hm? Also, aber das ist so am Ende die Ausrede. Das verstehe ich nicht. Es ist doch mein Baum. Ich meine, dass ich da jetzt nicht einen riesen Wolkenkratzer hinbauen kann, der dann vielleicht das ganze Bild verschandelt, okay. Und ich glaube, so ein Mini-Baumhaus darf man ja, glaube ich, bauen. Hier gibt es ja irgendwelche Auflagen. Aber das finde ich echt krass. Du weißt ja teilweise schon gar nicht mehr, was du eigentlich noch darfst und was nicht. Das stimmt. Und dann bist du trotzdem schuld, wenn du es nie weißt. Da kommt ja dann der Spruch, naja, nicht wissen schützt nicht vor dem Gesetz. Super. Ja, das finde ich grausam. Und dann hast du so tolle Behörden, die sich so spitze auskennen. Ja, super kennen die sich aus. Wissen es meistens selber nimmer. Irgendwie schaut das gar nicht so schön aus, wie ich dachte. Oh je. Hast du auf die Zeit geguckt? Ja, aber ich dachte, bei diesem Thema kommt es ein bisschen blöd, wenn wir da jetzt so abrupt abbrechen. Wir sind jetzt bei 24 Minuten. Oh. Ja, das sieht irgendwie dämlich aus hier. Nochmal überarbeiten. Ja, ich glaube, ich lasse mir da noch irgendwas Schönes einfallen, dass es nicht ganz so dämlich ausschaut. Ja. So. Ja, dann würde ich sagen, verabschieden wir uns wieder für heute. Ich gehe davon aus, dass du in der nächsten Folge noch da bist, oder? Ja, denke ich doch. wenn ich darf, ne? gerne. Ja. Gut, dann sage ich Dankeschön fürs Zuschauen und tschüss. Bis zum nächsten Mal.